Sell in May and go away? Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und im Depot-Update gibt es heute richtig viele spannende kleine Updates. Ein paar wichtige Sachen, ein paar nicht ganz so wichtige Sachen, aber jede Menge spannende Sachen, kann ich euch sagen. Ja, fangen wir direkt erstmal bei der schonungslosen Wahrheit wie immer an. Und zwar, ja, das Depot steht aktuell bei 503.000 Euro. Ich blende euch auch wie immer die Screenshots von Portfolio Performance nebenher ein. Da denkt man jetzt vielleicht als erstes, hä, warum gibt es denn da eine Differenz zwischen Portfolio Performance und dem echten Depot bei DEGIRO? Das liegt einfach daran, dass ja im echten Depot die Aktien wie zum Beispiel Play Magnus, um die es auch später gleich geht, immer in der Heimatwährung, also in der norwegischen Krone angezeigt wird. Und bei Portfolio Performance eben manchmal die Umrechnung der Kurse nicht tagesaktuell korrekt funktioniert. Das habe ich jetzt in der Vergangenheit immer wieder auch festgestellt. Deswegen kann es eben sein, dass dann eine 11-Bit Studios in meinem Depot bei 86.000 steht und bei Portfolio Performance dann um 83.000 und am nächsten Tag wird es dann aktualisiert und so weiter und so fort. Ich habe aber auch gesehen im letzten Video, dass es einen Fehler gab. Ich habe nämlich dort geschrieben, dass die Gesamtperformance für das Jahr 2021 bei minus 5% lag und das war ein Fehler. Ich habe, glaube ich, einfach einen Tag oder zwei Tage zu spät im Anfang Mai da reingeschaut, weil eigentlich war bis Ende April, Anfang Mai die Performance bei nur minus 0,5%. Ja? Deswegen, das war ein kleiner Fehler, sorry dafür. Ich versuche immer so akkurat und genau wie möglich das Ganze zu rechnen, aber das, keine Ahnung, wie sich dieser Fehler da eingeschlichen hat. Jedenfalls ist die Performance im Mai insgesamt trotzdem negativ gewesen, nämlich bei minus 4,72%. Und das hat jetzt insgesamt die Gesamtperformance 2021 auf minus 4,93% nochmal runtergezogen. Ich glaube, es lag einfach daran, dass im Anfang Mai ist richtig schnell, richtig krass nach unten ging. Insgesamt sogar auf minus 12% zwischendurch und ich wahrscheinlich einfach da mit dem Tag einfach so ein bisschen durcheinander gekommen bin. Ja? Aber an dem Screenshot auch direkt mit dem Vergleich zu den Benchmarks MSCI World, Nasdaq und DAX seht ihr auch nochmal genau den Unterschied dann in der Rendite dieses Jahr und das ist auch eine Sache, die muss man schonungslos ehrlich sagen. Ja, der DAX hat sogar, glaube ich, eine positive Rendite bisher gemacht und mein Depot hat insgesamt halt eben ein Minus. Das ist aber völlig normal, gerade wenn man eine Depotzusammenstellung hat wie ich. Das habe ich von Anfang an mit einkalkuliert und das ist für mich jetzt auch kein Drama oder so. Scheiße wäre es halt eben nur, wenn das eben am Ende in 30 Jahren oder so sehr viel schlechter als der DAX oder so abgeschnitten hätte. Dann muss ich natürlich sagen, war ein Fail, hätte ich anders machen sollen. Ja, würde ich im nächsten Leben dann vielleicht gleich nur in den DAX investieren. Aber insgesamt muss man auch so ein bisschen, und das ist so eine Sache, die ich ein bisschen unschön finde, wenn ich sehe, dass Leute anfangen, einfach Unwahrheiten zu erzählen. Zum Beispiel, ich würde gar nicht den MSCI World bis hierher jetzt irgendwie outperformen oder so. Dann ist das einfach gelogen, denn wenn man sich jetzt den Gesamtzeitraum anschaut, seit Auflage des Depots 2015, ist es eben doch so, dass insgesamt die Rendite besser war als bei MSCI World, auch wenn der Vorsprung jetzt, wie man sieht, eben auch zurückgegangen ist. Ja, aber trotzdem sollte man hier ein bisschen die Luft rauslassen, ja, und nicht einfach irgendwelche Sachen behaupten, die man nicht selber genug recherchiert hat. Jetzt gehen wir mal, dazu zu sagen ist noch, dass die Einzahlungen bei 25.000 Euro lagen im Mai. Die habe ich auch vollständig wieder investiert, da wie gesagt gleich ein bisschen mehr zu. Und jetzt aber noch mal vorher eine kleine spannende Geschichte dazu. Und zwar 14.02. diesen Jahres am Valentinstag stand das Depot bei noch plus 12% im Jahr, also 2021. Und jetzt, dann 3 Monate später, stand es auf einmal bei minus 12%. Also es gab eine wirklich starke Volatilität. Und ich will mal so ein bisschen über diese wahrgenommene Volatilität sprechen und so ein kleines Gedankenexperiment oder Gedankenspiel mit euch machen. Wenn ihr allerdings sagt, nee, auf sowas habe ich gar keinen Bock, dann könnt ihr auch natürlich in den Timestamps einfach vorspulen bis zu den Käufen, Verkaufen und den Play Magnus Update, was ja heute noch kommt.
Aber ich finde die Geschichte trotzdem interessant. Falls ihr aber vorspult, dann auf jeden Fall nicht vergessen, vorher den Kanal noch zu abonnieren, damit ihr in Zukunft diese Videos hier nicht mehr verpasst. Ja? Und die Börsenglocke natürlich auch drücken. Und jetzt werde ich mal kurz hier so ein bisschen darüber sprechen, was es hiermit auf sich hat. Hier steht schon wieder was von Immobilien. Da habe ich ja neulich schon ein Rechenbeispiel zu gemacht. Und hier habt ihr einen Baum, der umfällt. Ja? So wie in den Comics immer so, puff. Wenn ein Baum natürlich umfällt, dann macht es ja in der Regel ziemlichen Krach. Wir hatten neulich auch hier Sturm und da ist auch eine Palme umgefallen. Ja? Und die fällt dann natürlich richtig krass auf den Boden. Und wenn dann irgendwie noch eine Laterne im Weg ist oder irgendwas anderes, macht es ordentlich Lärm. Jetzt gibt es aber dieses Gedankenexperiment. Und zwar stellt euch mal vor, ihr habt einen Wald und da sind ganz viele Bäume. Und es gibt in diesem Wald, aber abgesehen von diesen Bäumen, kein Lebewesen. Keine kleinen Würmer, keine Tiger, keine Igel, keine Menschen, niemanden. So, und jetzt fällt ja irgendein Baum dort um. Und die spannende Frage ist jetzt, gibt es dann ein Geräusch? Ja, und die erste, wenn man darüber nachdenkt, dann ist die erste Reaktion natürlich zu sagen, ja, logisch gibt es da ein Geräusch. Nur weil ich nicht dastehe, heißt ja nicht, dass es kein Geräusch gibt, oder? Und dann, wenn man aber mehr und mehr darüber nachdenkt, fängt man irgendwann an zu grübeln. Ja, man zwar sagt so, die Art und Weise, wie Schall entsteht, die Art und Weise, wie unsere menschlichen Sinne halt Informationen verarbeiten und wahrnehmen und dann umformen auch teilweise, um dann unserem Gehirn wieder eine Information zu geben, der wiederum das Ganze weiterleitet und so weiter, dann kommt man irgendwann ins Grübeln und sagt sich so, wenn es niemand gibt, der das Geräusch hört, gab es dann dieses Geräusch wirklich? Und diese spannende Frage, die werden wir jetzt mal benutzen, einfach um das Ganze ein bisschen auf so eine Art metaphysische Ebene, wenn ihr so wollt, zu bringen. Und zwar, warum? Die Frage, wenn ich etwas nicht wahrnehme, ist es dann eigentlich wirklich da? Oder, nächste Frage, ist es dann für mich relevant? Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Also einmal, ist es wirklich da? Und zweitens, ist es wirklich relevant? So, die erste Frage in Bezug auf jetzt dieses plus 12% und minus 12%. Wenn ich jetzt nicht raufgucke aufs Depot für 3 Monate, so, ist diese Performance-Schwankung, ist sie dann da? Ja oder nein? Ich würde mal sagen, sie ist da. Ja, also die Aktien, die sind ja nun mal da in einer realen Welt und die Unternehmen auch und die schwanken, egal ob man auf sein Depot schaut oder nicht. So. Auch wenn sie in meiner Wahrnehmung in dem Moment halt nicht da sind, wenn ich nicht raufschaue, oder? Und ganz genau ist es ja sehr häufig so, dass wir am Aktienmarkt aber genau das machen, nämlich die ganze Zeit raufschauen. Da hatte ich ja im letzten Depot-Update schon etwas Näheres dazu auch erzählt. Und wenn man jetzt so auch über Risiken und so weiter spricht und jetzt nochmal dieses Immobilienbeispiel aus einem anderen Video nochmal sich vergegenwärtigt, ich mache es euch nochmal vor, ja, Gerd Kommer hat ja sehr schön dargelegt, dass für die meisten Menschen die Immobilie, die Eigenheimimmobilie mit Abstand das größte Klumpenrisiko des Vermögens darstellt, was es für diese Menschen, die eine Eigenheimimmobilie haben, im Durchschnitt ist. Und diese Immobilie ist sehr häufig dann fremdfinanziert. Wir haben hier in diesem Fall mal einfach eine Immobilie, die 500.000 Euro wert ist. Die ist zu 20% mit Eigenkapital unterlegt, also 100.000 Euro. Und der Rest, 400.000 Euro, ist von der Bank Fremdkapital finanziert. So. Und jetzt ist es so, nehmen wir mal an, diese Familie besitzt dieses Haus und sie hat neben diesem Haus, neben diesen 500.000 Euro, hat sie nur noch ein Vermögen von irgendwie 50.000, 60.000 Euro vielleicht in anderen Assets und so weiter. Durchaus ein realistisches Beispiel, finde ich. Das heißt, ein gewaltiges Klumpenrisiko. Aber Wohnungen kann man ja anfassen. Ne? Man kann ja drin wohnen, man sieht sie ja und so. Was man nicht sieht, ist ja die Wertschwankung der Immobilie, die ziemlich heftig sein kann. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dass beispielsweise gibt es einen Zinsanstieg oder irgendetwas anderes, das dazu führt, zum Beispiel in dem Standort irgendwie macht ein großes Autowerk zu, Arbeitsplätze gehen verloren. Dadurch sinkt ja auch der Wert der Immobilien dort zum Beispiel. Nehmen wir mal an, es gibt einen kleinen Rückgang der Immobilie auf minus 5%. Das ist ja dann nur 457.000 immer noch wert.
75.000 immer noch wert, minus 5% nur. Aber ja, das Eigenkapital hier ist dann um minus 25% nach unten gerauscht. Das heißt, ein Vermögensgegenstand, der ein hohes Klumpenrisiko hat, hat einen Rückgang von 25%. Ja. Und das wird dann von dieser Familie in diesem Moment vielleicht gar nicht so wahrgenommen. Warum? Weil sie halt nicht auf die Wertschwankung ihrer Immobilie die ganze Zeit raufschauen. Und jetzt wiederum zurück zu der Frage mit dem Depot und zurück zu der Frage mit dem Baum und so weiter. Wenn ich es nicht wahrnehme, ist es nicht mehr auf einmal so relevant. Und das ist für mich auch immer wieder dieses tolle Beispiel. Wenn ich einfach gute Akten und gute Unternehmen mir auswähle, dann muss ich tatsächlich nicht alle paar Tage, alle paar Stunden, alle paar Wochen oder so darauf gucken. Und je mehr ich es wahrnehme, desto relevanter wird es für mich. Und dann kann es eben auch sein, dass mich diese Schwankungen irgendwie unglücklich machen oder irgendwie, ja, irgendwie nervös machen und so. Aber je weniger ich es wahrnehme, desto irrelevanter wird es auch für mich. Ja. Soviel erstmal zu diesem kleinen Gedankenspiel. Jetzt kommen wir aber direkt zu den Käufen und zu den Verkäufen. Da gibt es eigentlich auch nicht so viel zu sagen. Hier haben wir als erstes natürlich Tesla. Da sieht man ganz schön den Cost-Average-Effekt, der hier echt richtig gut zum Tragen kommt, da ja Tesla eigentlich, wenn man jetzt auf Anfang des Jahres guckt, sieht, dass die Aktie eigentlich gefallen ist. Und ich am Anfang, wo ich glaube ich mit meiner Sparplanrate noch immer so 8 Aktien oder so bekommen habe, habe ich jetzt Anfang, oder ich glaube am 13. Mai oder so, habe ich gekauft bei 495 Euro. Hier steht also immer der Kaufpreis, hier steht die Anzahl der Aktien, habe ich halt schon 10 Tesla-Aktien bekommen. Also genau das ist das, was eben zu Beginn beim Cost-Average-Effekt noch gut funktioniert. Wenn eine Aktie eben fällt, weil sie gemessen am historischen Durchschnitt im Verhältnis zur Marktkapitalisierung, Wachstumswerte und so weiter eben hoch steht, dann ist das eben eine gute Strategie, finde ich, zum Anfang. Späterhin wird es natürlich nicht mehr so eine große Rolle spielen. Jetzt sind schon über 20.000 in Tesla investiert. Ja. Das heißt, die nächste Sparplanrate wird schon wieder nicht mehr so einen hohen Einfluss haben können, falls Tesla weiterfällt. Ja. CD-Projekt habe ich abermals nachgekauft bei 190 Stück für 35 Euro, auch im Mitte Mai irgendwann, glaube ich. Ja. Hier ist die Strategie ganz klar, dass ich weiterhin die Aktie erhalte und weiterhin von dem Unternehmen überzeugt bin. Es gab jetzt schon vermehrt wieder Forderungen irgendwie von vielen Leuten, ich soll doch bitte direkt das nächste Update machen zu den aktuellen Quartalszahlen. Aber ich finde das eigentlich tatsächlich überhaupt gar nicht notwendig. Und wer sich dafür interessiert, der kann den sehr guten Investor Relations Kanal von dem Unternehmen sich mal anschauen, weil dort erklären sie einfach ganz genau, warum ist jetzt zum Beispiel die Profitabilität runtergegangen Anfang des Jahres durch das Patchen und Fixen des Spiels und so weiter. Also das kann man eigentlich dort sehr gut alles in Erfahrung bringen. Ja? Und ich, wie gesagt, viele wollen immer von mir die Meinung hören, keine Ahnung warum, aber ich bin weiterhin überzeugt und ich kaufe auch wahrscheinlich jetzt diesen Monat nochmal nach. Ja? Genauso wie wahrscheinlich die anderen Gaming-Unternehmen. Playway habe ich auch weiter nachgekauft, 150 Stück bei 91,4 Euro umgerechnet. Und da bin ich jetzt übrigens schon, ja, ich glaube schon über die Hälfte der anvisierten Aktien habe ich jetzt schon langsam. Also ich glaube, ich habe 850 Stück, 1300 noch was sollen es werden. Das heißt, da komme ich langsam immer mehr ans Ziel. Wunderbar. Je mehr sie zwischendurch noch fällt, desto besser für mich. Ja, die gehen nirgendwo hin langfristig. Da bin ich auch schon richtig gespannt aufs nächste Update-Video. Das passt aber heute hier nicht mehr ganz rein, weil da will ich mich ein bisschen mehr auf Play Magnus konzentrieren. BioNTech habe ich dann, wie gesagt, gekauft für 125 Stück bei 167,40 Euro. Warum? Dazu ja gibt es ja bereits das entsprechende Video auf dem Kanal. Und dann habe ich natürlich die Aktien neben denen, die ich schon erwähnt hatte, nämlich Vonovia und Deutsche Wohnen, auch alle die Cannabis-Aktien rausgekloppt. Hier ist es jetzt auch wieder so, das wird wahrscheinlich auch bei einigen Leuten wieder für Unverständnis sorgen, weil sie dann sagen, hey, ich dachte, du wärst überzeugt von der Cannabis-Branche und so. Aber wie gesagt, ich treffe meine
Verkaufs- und Kaufsentscheidungen nie immer nur deswegen, weil ich irgendwo von überzeugt bin oder irgendwo von nicht überzeugt, sondern immer auch nach Opportunitätsprinzipien. Und wenn ich halt einfach von einer Sache mehr überzeugt bin, dann wird eben umgeschichtet, ja? Weil ich mir in dem Moment die Frage stelle, hätte ich jetzt die Aktie nicht im Depot, würde ich sie dann jetzt kaufen? Und wenn ich dann sage, hey, nee, ich bin von der Aktie sehr überzeugt und von dem Unternehmen und von den anderen nicht, dann macht es für mich keinen Sinn, irgendwie einfach nur aus Diversifikationsgründen das Ganze weiter zu halten, wenn das in diesem Fall sowieso keine großen Positionen mehr waren. Ja? Und deswegen habe ich das ganze frei gewordene Kapital hier eben alles komplett in BioNTech investiert. Die Einzahlung, die ich gemacht habe, die 25.000, die sind eben hier für die oberen Kandidaten hier draufgegangen. Ja? Ja, okay, so viel erstmal dazu. Jetzt kommen wir mal zu Play Magnus, bevor es am Ende noch so ein paar andere kleine spannende Sachen zu berichten gibt. Ton ist noch an, wunderbar. Ja, Play Magnus, und das ist halt eben auch schon der Punkt, den ich immer so spannend finde. Wir hatten ja auch neulich bei Instagram wieder so eine Diskussion über Tesla, wo ich so irgendwas gepostet habe mit Elon Musk und wie viel Vermögen er letztes Jahr aufgebaut hat. Und dann kamen in letzter Zeit so ganz viele so vollkommen stupide, nachgeplapperte Beiträge irgendwie so, ach, der hat doch sein Vermögen nur mit Twitter-Manipulation und Dogecoin und so weiter aufgebaut. Und ich denke mir immer so, wenn so die meisten Leute sich nicht den ganzen Tag irgendwie bei Reddit oder in irgendwelchen Foren irgendwie aufhalten würden, sondern mit den tatsächlichen eigentlichen Unternehmen beschäftigen würden, dann wäre auch die Qualität der Diskussion eine ganz andere mittlerweile. Ihr glaubt gar nicht, was man alles Spannendes lernen kann, wenn man mal 45 Minuten seiner Zeit investiert in so einen Investor-Call, wie ich es vorhin gemacht habe, statt irgendwie wieder irgendwelche effekthascherischen Berichte oder anderen Sachen zu diskutieren, die eigentlich komplett irrelevant sind und die den eigenen IQ eigentlich mehr nach unten ziehen, als ihn wirklich zu steigern. Ja? Deswegen, das ist eben auch ein weiterer Vorteil, wenn ich nicht den ganzen Tag auf die Kurse gucke, habe ich auf einmal viel mehr Zeit, ja, um das tatsächlich Relevante mich zu kümmern. Und das ist eben auch der Punkt, ja, warum ich so sicher bin bei CD-Projekt oder anderen Aktien, auch wenn die im Minus sind, und warum ich da trotzdem irgendwie kein Problem mit habe, ja, weil ich eben auf die Sachen gucke, die für mich wirklich relevant sind. So, jetzt aber zu Play Magnus. Hier sieht es so aus, im ersten Quartal 2021, also von Januar bis Ende März, ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 301% gestiegen auf 4,6 Millionen US-Dollar. Also die sind natürlich richtig stark gewachsen. Man muss aber auch sagen, dass natürlich das Vorjahresniveau auch relativ niedrig war mit knapp 1 Million Umsatz und so. Und dann kam ja auch erst der Börsengang, dann kam ja auch viel mehr Aufmerksamkeit, Corona und so weiter, dann kam noch die Netflix-Serie und so weiter. Das heißt, viel war ja auch im Wachstum und im Kurs schon mit eingepreist. Trotzdem hier die Zahlen nochmal. Und zwar die durchschnittlich monatlich zahlenden Kunden. Also es ist ja so, die haben sehr viele Apps und Lernplattformen, allen voran zum Beispiel Chess24, und da gibt es halt einfach viele Leute, die einfach kostenlos angemeldet sind. Ich zum Beispiel, ich bin auch bei Chess.com beispielsweise unter anderem angemeldet und habe dort einen Account. Aber ich muss dort nicht zahlen. Man hat also sehr häufig die Möglichkeit, ganz normal auch Turniere zu spielen, auch wenn man dort keinen Mitgliedschaftsbeitrag abführt. Aber dann kriegt man halt Werbung angezeigt und man hat nicht alle Funktionen. Zum Beispiel kann man keine Analysen und so weiter machen. Und hier ist es so, die haben natürlich insgesamt viel mehr Nutzer, die das Zeug nutzen. Aber 58.700 Leute zahlen jeden Monat denen auch die Mitgliedschaftsgebühr. Das ist also ein Plus von 113%. Das ist auch eine der wichtigsten Sachen bei Growth-Unternehmen, die mit Subscriptions halt arbeiten, weil das und die anderen Sachen, die können auch immer mal wieder sehr stark schwanken, aber genau wie ich bei Netflix immer früher geachtet habe darauf, dass das Wachstum intakt ist, was die monatlichen Zuwächse an Kunden sind. Ja? Und jetzt wird es richtig interessant, wenn man sich, ich füge auch hier ein paar Screenshots ein, das Tour Revenue und Partnerships anschaut, das immer ein immer wichtigeres Segment wird. Das heißt,
Play Magnus ist eigentlich gar kein Unternehmen, was nur aus einer App besteht, die irgendwie eine Subscription, also ein Abonnement anbietet und auch nicht nur irgendwelche Lernkurse, sondern man kann sagen, mittlerweile ist Play Magnus schon eine Mischung aus dem und einem Medienunternehmen. Denn, wie gesagt, die Umsätze durch eben Partnerschaften, die sie machen, durch ihre Turniere und ihre Veranstaltungen, das wächst immer mehr und mehr. Und das ist natürlich eine Sache, die noch mehr Potenzial in Zukunft hat. Einer von diesen ist ja beispielsweise das Meltwater Chess Championships. Das ist also ein Zusammenschluss aus vielen Turnieren. Ich glaube insgesamt 10 Turnieren. Es war ja so, damals als Corona losging, hatte Magnus Carlsen eben die Idee, okay, es gibt keine Schachturniere mehr, müssen wir also einfach Online-Schachturniere machen. Und zwar auch vor allem Schnellschachturniere, wo es halt so ein bisschen mehr zur Sache geht, auch für die so Leute, die noch nicht so lange dabei sind, meistens interessanter dazu zu schauen. Ja. Und das kam so gut an, dass sie das eben ausgebaut haben. Jetzt gibt es insgesamt dann so 10 Turniere hier. Und das sorgt eben für zunehmende Aufmerksamkeit und bringt natürlich dann über Partnerschaften und so eben auch Umsätze wiederum, die nicht direkt korrelieren mit den Umsätzen natürlich, die sie über ihre Lernkurse und so weiter machen. Was man auch sagen muss, ja, sie haben auch im ersten Quartal wieder 3 kleinere Unternehmen akquiriert, aber das organische Wachstum war trotzdem der Löwenanteil, den sie hier erzielt haben. Ja, also eigentlich alles erstmal sehr positiv. Zusätzlich kommt jetzt noch dieses Julius Bär Challenger Championships. Das ist auch eine sehr, sehr, sehr gute Idee, finde ich, weil hier geht es mehr darum, nochmal ganz explizit einerseits den Jugendbereich, aber auch das Frauenschach voranzubringen, weil das ist natürlich auch aus unternehmerischer Sicht extrem spannend, weil Schach einfach, muss man ganz klar sagen, wenn man so insgesamt die Auswertung machen würde, ich würde es mal schätzen, so zu 90% ein männerdominierter Sport ist. Und eben über diese Julius Bär Challenger Championships geben sie jetzt eben einerseits jungen Menschen und auch jungen Frauen die Möglichkeit, hier an diesen Schachturnieren teilzunehmen. Und die Gewinner dort qualifizieren sich eben automatisch für diese anderen Schachturniere. Und es ist jetzt eben nicht so, dass es einfach nur so eine Sache ist, die fürs eigene Prestige ist oder fürs Hobby und so, sondern genau wie bei Wimbledon und anderen Turnieren kann man eben dort als Schachspieler auch Geld und Preise gewinnen und verdienen. Natürlich jetzt nicht in derselben Kategorie, aber insgesamt immerhin haben die Turniere schon ein Preisgeld von 1,5 Millionen Dollar. Und hier ist es natürlich auch so, dass je mehr Leute hier Aufmerksamkeit raufbringen, desto mehr können natürlich auch Werbepartner akquiriert werden und desto spannender kann natürlich das Preisgeld werden und desto mehr Aufmerksamkeit wird das natürlich wieder erzeugen können. Ja, und dann gibt es natürlich noch als weiteren Wachstumstreiber für dieses Jahr noch die Weltmeisterschaft von Carlsen selbst, die ja dann im, ich glaube, November dann in Dubai stattfinden wird. Ich denke mal, auch das, da hat man ja mit der FIDE, mit dem FIDE-Schachverband ein 5-Jahres-Agreement getätigt, dass man eben als Play Magnus all diese gesamten Schachturniere und so weiter und eben auch die Weltmeisterschaft broadcasten kann. Und das ist natürlich auch richtig gut, weil wenn man jetzt nochmal anguckt, warum die Play Magnus Aktie eigentlich so gefallen ist, nachdem sie am Anfang gestiegen ist, dann war das so dieser Irrglaube, ja, das ist ja alles nur der ganze Queen's Gambit Corona Bonus und das war's. Und was man eben jetzt gesehen hat oder was zumindest der Markt jetzt gelernt hat, ist, dass er das falsch eingeschätzt hat. Denn nicht nur das Wachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal war sehr gut, auch zum letzten Quartal 2020 war das Wachstum sehr gut. Das heißt, obwohl jetzt der Einfluss von Queen's Gambit definitiv nachgelassen hat, ja, weil die Serie schon lange nicht mehr da auf Top 1 ist, wächst das Unternehmen hier also weiter. Ja, und das ist eben der Einfluss unter anderem dadurch und natürlich eben auch dadurch, ich habe es euch ja schon vorher gesagt, bei YouTube und so weiter,
es ist eben nicht nur durch Queen's Gambit und so weiter zustande gekommen, dass Schach immer populärer wird, weil auch schon vorher hat man gesehen, dass es immer mehr YouTube-Kanäle gibt mit über 1 Million Aufrufe. Und wenn man sich so ein paar Kanäle anschaut und die Reichweite und die Aufrufe und die Interaktion von denen sieht, ja, dann könnte man sagen, okay, vielleicht noch Finanz-YouTube, die aktuell auf solche Interaktionen kommt, aber ansonsten können sich da alle anderen Branchen irgendwie hinten anstellen und müssen neidisch sein, was die für Klicks generieren da, ja. Von daher, ich bin absolut weiterhin überzeugt. Das Einzige, was natürlich ein Manko ist, um jetzt wirklich zu sagen, ich stocke meine Position nochmal ordentlich auf, ist, dass es trotzdem natürlich noch leider keine Profitabilität gibt. Es gab also trotzdem wieder hier einen Verlust, ja. Und das ist natürlich immer so ein bisschen der Punkt, wo man sagen muss, es kann auch immer wieder mal schleunigst bergab gehen mit der Aktie, und ein sicheres Investment ist es bei partout nicht, das sage ich ganz klar hier mit dazu, ist sowieso nichts, aber eben auch kein Investment, wo es ein Unternehmen gibt, was aktuell Gewinne macht. Und gefragt wurde das Management eben auch, wann sie das denn anpeilen, und sie haben gesagt, dass ihre Prognose ist, oder dass sie es zumindest anstreben, bis Ende 2022 profitabel zu werden, und dann haben sie auch Bruttomargen von bis zu 30% in Aussicht gestellt. Wenn man sich also die aktuelle, wenn man sich jetzt anschaut, okay, dass sie in dem ersten Quartal 4,6 Millionen machen, nehmen wir mal an, sie wachsen jetzt aber nicht mehr, ja. Das bedeutet, nehmen wir mal an, sie würden für den Rest des Jahres auch nur 4,6 Millionen jeweils machen. Das sind dann so knapp 20 Millionen Dollar Umsatz. Ja? Und jetzt würden wir einfach mal schätzen, okay, nehmen wir mal das Wachstum davon raus einfach und sagen wir uns, okay, die schaffen es bis Ende nächsten Jahres tatsächlich profitabel zu werden und dann über Break-Even hinaus, und zu sagen, okay, nehmen wir mal an, 2023 machen sie das hier an Umsatz mit einer Bruttorendite alleine schon von 30%, und dann setzt man das ins Verhältnis zur Marktkapitalisierung, wo ich mir dann denken muss, bei all dem ganzen Hype, der im Schach insgesamt herrscht, muss da nicht allzu viel noch zusätzlich gelingen, dass eben die Aktie eigentlich jetzt ein ziemlich spannendes Investment weiterhin sein kann, wenn ich mir anschaue, wie niedrig die Marktkapitalisierung insgesamt noch ist. Aber wie gesagt, das ist natürlich nur das, was das Management sagt, und das heißt natürlich noch lange nicht, dass es tatsächlich in der Praxis dann auch so ist, wie wir ja immer wissen, ja. Ja, was gab es noch zu sagen? Zwei kleine Sachen noch. Wikifolio zum ersten Mal einen Verlust gemacht, auf Monatsbasis 2,9% vom Wert abgegeben. Lag eben daran, dass nicht nur CD-Projekt, sondern eben auch andere Unternehmen auch so ein bisschen unter Druck gekommen sind. Da ist die Strategie aber natürlich ganz genau wie bei den meisten anderen Aktien hier, einfach die werden gehalten. Ja, ist ja logisch. Und dann noch eine kleine gute Nachricht. Und zwar, ich hatte ja neulich ein Video mal gemacht zu dem Dystopia-Spiel, was man über Crowdestor als Investment auch betreiben konnte, also beziehungsweise wo man investieren konnte. Und da habe ich jetzt gesehen, Ende Mai wurde der erste von diesen Krediten, über die ich ja damals auch gesprochen hatte, wurde vollständig beglichen. Das war dieser eine, ihr erinnert euch vielleicht, das war einer, der war nur 3 Monate mit 36% Rendite oder so, und die anderen liefen ja irgendwie über ein halbes Jahr oder 9 Monate, und der eine dann nochmal über 12 Monate, und der erste, das ist jetzt auch schon 3 Monate her, wurde jetzt Ende Mai vollständig samt Rendite schon beglichen. Das heißt, Glückwunsch an alle, die da mit dabei gewesen sind mit der schönen Rendite. Ist aber natürlich weiterhin trotzdem spekulativ. Aber da wird es natürlich noch bei Zeiten Updates geben, was die anderen Kredite und so weiter dort angeht. Ja, bei P2P-Krediten ist natürlich immer auch so ein bisschen Unsicherheit dabei. Ihr habt es ja wahrscheinlich selber, die investiert waren, gesehen. Da kommt auch nicht jede Zahlung immer direkt pünktlich. Aber das ist halt immer genau dieses Risiko, mit dem man halt eben dort spielt, wenn man 36% Rendite auf Jahresbasis gesehen haben möchte. Und deswegen freue ich mich immer ganz persönlich, wenn dann eben auch mal richtig schön was zurückgezahlt wird. Und dann kann man es wieder direkt reinvestieren. Ja, da übrigens in diesem Szenario jetzt nicht, was ein Gaming-Unternehmen angeht, aber kommt vielleicht nochmal was Ähnliches demnächst mit dem Thema Immobilien. Ja, falls euch also das interessiert, da kommt auf jeden Fall nochmal irgendwas in dem Bereich. Aber das muss ich erstmal gucken und analysieren. Jetzt gibt es erstmal
Für mich den Videoschnitt und dann auf jeden Fall einen guten Kaffee. Und wenn ihr noch kein Aktiendepot habt, schaut mal hier unter dem Video. Da ist ein Link zum Smart Broker. Das ist mein Broker der Wahl, wo man richtig günstig auch Aktien kaufen kann. Und ich bin immer wieder begeistert, was so ein Aktiendepot eigentlich bewirken kann. Wisst ihr warum? Weil ich nämlich vorhin eine Nachricht bekommen habe von jemand auf Instagram, das habe ich auch dort geteilt, der mit 19 Jahren halt so nach der Schule und so weiter gelernt hatte über die Börse und über Aktien, dass das ja eigentlich nur was für reiche Leute ist und so. Und dann hat er zufällig den Aktien mit Kopf YouTube-Kanal entdeckt, hat angefangen, die Sachen umzusetzen, ja, und tada! Mit 22 Jahren hat er jetzt schon ein Depot aufgebaut von 80.000 Euro. Das ist doch der absolute Wahnsinn, ja? Wenn man sich mal vorstellt, ein junger Mensch beginnt mehr zu lernen, sich weiterzubilden, zu realisieren, dass eine Wirtschaftsbeteiligung als Privatanleger das Beste ist, was er langfristig für seine Altersvorsorge, für Vermögensaufbau machen kann, dann kann ich nur sagen, Glückwunsch, der hat auf jeden Fall begriffen, wie der Hase läuft und er wird langfristig wahrscheinlich noch viele, viele Nullen hoffentlich da hinten an die 80.000 ranbringen. Aber das Ganze funktioniert natürlich auch nur, wenn man anfängt, Sachen umzusetzen, wenn man nicht auf Leute hört, die sagen, die Börse ist nur was für Reiche und es funktioniert alles nicht. Da hängt meine erste Depotabrechnung, auf die schaue ich jedes Mal, wenn ich hier reinkomme ins Büro. Da sehe ich immer wieder damals, ja, 279 Euro habe ich damals in meine ersten Aktien investiert, ja. Und jetzt mache ich 25.000 Euro, die ich einzahle und das ist eben der Zinseszins eben, ja. Von daher, nicht Sozialist werden und wir sehen uns beim nächsten Video. Rationale Grüße, ciao, ciao.